Meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Nier Automata. Ja, ich habe einen Fehler gemacht in den ersten vier Folgen. Ich gebe es gerne zu. Ich habe nach der ersten Folge nicht überprüft, ob alles gut ist. Schande auf. Ne, also, ihr wisst. Menschen machen Fehler. Ne? Sagte schon der gute Stoiber. Und ich habe das falsche Mikro ausgewählt im Programm, muss ich ehrlich zugeben. Ich denke, ich habe jetzt das Richtige. Ich habe alles nochmal hier gesetupet und ja, meine Haare nicht so wirklich, aber ignoriert die einfach. Wir spielen jetzt aber weiter. Und ich muss zugeben, es ist jetzt schon fast eine Woche wieder her, dass ich aufgenommen habe. Ich mache mir nicht gerade Freude, merke ich gerade heute. So, und wir schauen uns mal die Aufgaben an. Wir haben noch die Händler bitte abzugeben. Moment, hatten wir das nicht schon gemacht? Ach, Moment, das ist abgeschlossen. Ach, genau, wir hatten gar keine Aufträge. Das war's. Wir wollten zur netten Dame hier hinten wieder gehen. Da waren wir stehen geblieben. Ach, hey, ich habe tatsächlich auch eine Bitte an euch. In letzter Zeit gab es viele Berichte über gefährliche Maschinen, die in der Wüste aufkreuzen. Das ist sehr ungewöhnlich, daher könnte das ein Hinweis auf eine größere Sache sein. Tja, ich habe gehört, dass ihr Joha-Typen ganz gut darin seid, Dinge zu untersuchen. Ja, das sind wir. Meint ihr also, ihr könnt euch dieses Durcheinander einmal für mich ansehen? Natürlich helfen wir immer gerne. Danke, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ich werde unseren Verbündeten in der Wüste sagen, dass ihr kommt. Aber seid vorsichtig hier draußen, okay? Alter, wir sind krass. Wir wollen nicht vorsichtig sein. So, wir schauen aber einmal. Hier liegt einmal ein Gegenstand, okay. Ja, Tastbelegung. Immer meine guten Freunde. Karte. Kartenmodus. Zoomen. Rauszoomen. Da. Wo muss ich denn hin? Habe ich eine Anzeige auf der Minimap? Nein, habe ich nicht. Kam, wie die Lage ist. Wie komme ich denn in die Wüste? Madame, könnten Sie mir das bitte sagen? Aufgaben, alle auf. Ich habe jetzt auch gar kein. Hä? Hä? Verstehe ich nicht so ganz. Nö. Wüste. Pod 042 to operator. Coordinates confirmed for location specified by resistance leader. Understood 042. Toll, jetzt erst. Okay, gut. The desert heat is going to make resupply efforts difficult. Ich hab nichts gesagt. Please make sure you're ready before you go. Bin immer bereit. Oh, ein leichtes Lenken. Ah, ich mag die Musik, ey. Ich mag das ganze Spiel, ey. Oh, ja, man sollte aber auch ausweichen. Auch wenn man das Spiel mag. Das wäre damit erledigt. Ach, dieses Zwischendurchlecken. Oder das liegt nicht an euch. Das ist einfach das Spiel momentan. Und ich denke auch nicht, dass es an meinem Rechner liegt, ganz ehrlich gesagt. Da bin
bin ich mir zu 90% sicher, dass es daran nicht liegt. Der ist gut genug. Der schafft einiges. Ich denke nicht, dass das Spiel ihn überfordert. Das wäre schon leicht merkwürdig. Oh, ihr entschuldigt das Husten. Ich bin leider immer noch etwas krank. Und ja, das sieht doch nach Wüste aus. Schnieke. Und hier haben wir doch auch einen Kartenpunkt. Zugespunkt Postfach. Wähle einen Zugespunkt Postfach aus, Posteingang aus, um deine Mails zu lesen. Kommandantin, verlorene Ausrüstung. Absender, Kommandantin, ich wollte dir vor deinem letzten Einsatz noch etwas sagen. Laut unserem Analyseteam ist die Ausrüstung, die beim Einbrechen in die verlassene Fabrik verloren ging, noch immer dort. Ich habe ihre voraussichtliche Position markiert. Es wäre toll, wenn du sie bei deinem nächsten Besuch holen könntest. Das wäre alles. Die Kommandantin, ei, Captain. Das machen wir doch glatt mal, dann. Und wir haben auch schon einen Punkt auf der Karte. Benutzung Netzwerk hergestellt. Oh, dann haben wir gleich das Wagen. Den haben wir da. Das bergen wir doch glatt mal. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir... Die Internetfunktion ist zwar ganz nett, aber vielleicht führt das auch so ein bisschen zum Laggen. Das könnte schon eher sein. Manche Spieler haben ja so ein paar Probleme stehen damit. The Council of Humanity has a message for all of our brave androids fighting on the surface. Currently, our struggle against the machine life forms is at a stalemate. Nee, das traue ich mir nicht. This battle has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon want nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Glory to mankind. Ja. Ich habe mich mitreißen lassen. Always so stiff. Die sind immer steif. Oh, ich habe eine neue E-Mail. Was haben wir hier? Mittlere Erholung. Oh, hier geht's runter. Hui. Oh, ein bisschen schade hat das gemacht. Nicht rein, toll. War das jetzt dumm, hier runterzugehen? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, die machen Aua und halten einiges aus. Kommt der dritte her. Yay, Level 6. Komm ich auch irgendwie wieder raus? Wäre schön, wenn wir hier irgendwie rauskommen würden. Okay, Ausgang. Wir brauchen einen Ausgang.
Das könnte ein Ausgang hier sein. Ja, das sieht doch noch Ausgang aus. Ah, schön. Ausgang. Wie haben wir denn hier? Eine Tür, die wir mal öffnen können. Schnieke. Und hier geht's aber auch nicht weiter. Scheiße, müssen wir wieder zurück. Ah, das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Verdammt, wie zum Teufel kommen wir hier raus? Kotzkamera. Gehen wir mal hier unten weiter. Und fallen möglichst nicht runter. Das ist noch eine Truhe. Okay, wir finden einige Items. Nur ein Tickköder. Aber das ändert nichts daran, dass wir ja hier auch irgendwie wegkommen müssen wieder. Und ich glaube, das haben wir jetzt geschafft. Oh, wieder oben. Gott sei Dank. Das schon, ich hätte richtig Scheiße gebaut. Wir würden dann nie wieder wegkommen. Das wäre doof gewesen. Wen haben wir denn da? Überraschung! Tschack. So. Zerschnitzelt. Körpergericht. Fox. Den reparieren wir doch mal. Ja. Gut, jetzt läuft er mit uns mit, dieser komische, halb verbrannt, kaputte Roboter, Nacktmodell, irgendwas. Dann sei es halt so. Ich nehme hier weiterhin alles schön mit. Und da sind wir jetzt auch gleich schon hier bei unserem Ziel angekommen. Hey. Ein Widerstandsmitglied. Hey, unser Jackass. Ja, nee, das gibt's. Jackass, was? I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. Ah, Verzeihung. So, Jackass, was it? What are you doing all the way out here? Oh, that? Well, wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Okay, Knallkopf, Jackass, was auch immer, ja. Ich beschwere mich jetzt nicht auf, über die Namen, ne? There's gotta be an easier way, right? Nö. Kommen wir da durch? Hat es sich gelohnt, da durchzugehen? Bernstein? Oh, liegt noch was? Ein defekter Schlüssel. So, mal ein bisschen andere Roboter. Das sieht nach großem Gebiet aus. Wüstenregion. Boah, das Fiepen ist aber ein bisschen unangenehm. Au. Ja. Slidey, slide, slide. Das sure is slippery. Careful. We've got enemies approaching. And droid dead.
These machines are talking. Level 12. Yeah, I heard from the resistance that they've been seeing this a lot lately. Couldn't tell you why though. Hieb erhalten? Was ist ein Hieb, ey? Nächste Materialien liegen ja auch mal wieder rum. Das ist auch sehr nett. Da zum Beispiel. Kupfererz. What the fuck? Do you think they even understand the concept of being scared? Okay, ich sollte etwas vorsichtiger sein mit meinem Leben. Haha, das denke ich mir auch immer wieder nicht. Ja, gut. Vielleicht sollten wir... nein. Ah, falsche Taste. Wieso? Da, nein, nein. Da. So, das wollte ich eigentlich machen. Was haben wir denn hinten noch? Ah, ich mochte aber die mit der die Natur zurückeroberte Stadt mochte ich eindeutig lieber noch. Muss ich ehrlich gestehen, aber nichtsdestotrotz auch immer wieder nett. Moment, wir hatten noch einen Brief. Posteingang. Menschheitsrat vorgesehene Korrespondenz. Ja, das ist das, was wir gerade schon gehört haben. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Ich hoffe, das ist allen recht. Wenn das Spiel das schon mal vorgelesen hat, das kann das eh viel besser als ich. What's with the weird looking outfits? I've seen that sort of thing when I was going through some old data. It looks like what humans used to wear long ago. Certain human collectives used to use face paint like that too. Puh, der hat gesessen. Nicht schwierig, die sind einfach nur viele. Das ist immer ein bisschen gemein. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch 2 Punkte auf unserer Kärtchen. Das sollten wir auch auf jeden Fall noch schaffen in dieser Folge. Oha. What the fuck? Alter. Was mit euch denn verkehrt? Suizid angehauchte Roboter, ey. Krass. Uncool. Man sollte auch die richtige Taste drücken. Sag mal, habe ich eigentlich... Eine Sekunde.
Da muss ich schnell mal was nachschauen. Wieso habe ich das abgerüstet? To be, it's fine. Their speech doesn't ich denke mir schon die ganze Zeit, warum das nicht funktioniert. If they wanted help, why would they be attacking us? Yeah. Ja. So viel zu vorsichtiger sein mit dem Leben. Das klappt ja wunderbar. Sorry Leute, ihr habt nichts verpasst. Ich musste leider einmal ganz kurz die Aufnahme neu starten. Ich bin immer noch am Boden mit meinem Leben. Jetzt nicht mehr. So. Und auf geht's zum letzten Punkt. Auch noch was. Also einsammeln kann man hier echt tagelang. Ich mag wirklich die Umgebungssachen, mag ich echt sehr gerne hier. Hui. Zu weit. It's heading for that rocky area. Individual target ID marked. Das Viech haut ab. Hinterher. Noch mehr Stadt. Wüstenwohnungen. What's that? Analysis. It is the ruin of a former human residential area. Large numbers of humans resided in such concrete and metal shelters. The structures were referred to by names such as apartment complex. So, Freunde, bevor wir hier untergehen. Report. Erstmal eine E-Mail. Und ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge, aber bevor wir das tun, tun wir noch eine Sache. Hoffen, dass der werte Herr dann nicht wieder uns runterschubst. Denn, hundertprozentig, wenn ihr euch für dieses Spiel interessiert, habt ihr das schon im Internet gesehen. Hundertprozentig, falls nicht. Irgendwie krieg ich's hin, krieg ich's nicht hin, zählt das schon, ich weiß es nicht, nein, ich bin nicht pervers, Leute. Das ist für einen Erfolg. Und er fällt sich schon selbst runter und eigentlich sollte er jetzt kommen. Tut er aber nicht. Gibt's denn in der Steam-Version nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ne? Googelt das, dann wisst ihr, dass ich euch nicht beschwinde und nicht ihr, während die Kamera ist, der netten Tubi unterm Ruck gucken möchte. Alles nur für den Erfolg, natürlich. Glaubt mir. Ja, und eigentlich wollte ich ja Schluss machen jetzt. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch genau hier zwischen dieser Pipeline. Und bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Nier Automata. Tschüss!